Ja, hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge hier bei Hardware Engineers auf MicroHazard TV. So, mir ist doch glatt aufgefallen, dass ich gestern in der Folge euch gar kein frohes neues Jahr gewünscht habe. Denn wir haben ja bereits ein frohes neues Jahr, nämlich das Jahr 2017. Ja, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden und natürlich auch Silvester gut überstanden und seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Und ja, wie natürlich versprochen, sind gestern natürlich die ganzen Videos wieder angelaufen. Also, der LS17 ist wieder, läuft natürlich bei der Transport Fever Hardware Engineers. My Summer Car beim Bio soll natürlich auch laufen und das ein oder andere Let's Play natürlich auch noch. Ich hoffe, euch haben unsere Weihnachtsspecials gefallen. Bei mir von Space Engineers und beim Bio von, wie auch immer der Titel des Spiels war, ich kann den gerade nicht aussprechen, ich bin mir gerade unsicher, wie das hieß. So, wir haben von David Jäger oder David Jäger, wie auch immer wir es aussprechen mögen, einen Rechner zu scannen, der läuft nicht, der will nicht, und das werden wir uns gleich mal angucken, was er für ein Problem hat. Scannen wir mal die Primärsachen, nämlich einmal das Netzteil und einmal das Mainboard. Ah, das Netzteil sieht schon nicht mehr so schön aus, aber das sollte kein Problem sein, aber das Mainboard ist im Eimer. Okay, scannen wir mal weiter, vielleicht ist noch mehr im kaputt, man weiß ja nie, wa? Machen wir mal. So, da kommt die nächste Kundin, was ist ihr Problem? Sie hat ein Virenproblem wieder, okay, alles klar, machen wir. So, lassen wir mal laufen. Nee, nicht den da. Nee. Bestätigen, hochfahren, jetzt können wir hier weiter scannen. So, währenddessen der hochfährt, so. Und da kommt die nächste Kundin, die möchte was kaufen. Titan oder Titan möchte was kaufen. Was möchtest du denn kaufen? Ein Komplett-PC, ein Parallax Jumper UA41 PS möchte sie kaufen. Mal gucken, ob wir uns den leisten können. Haha. Computer, ein Parallax Jumper 1135,99. Den können wir uns leisten. Na, perfekt. Du willst ein Komplett-PC, überhaupt kein Problem. Sollst du bekommen. Ist bestellt, ist unterwegs und hat es hier in einer Stunde abholen. So, wir scannen hier mal weiter. Aktuell haben wir nur das Problem, dass das Mainboard sehr Mitleidenschaft gezogen ist in der Zwischenzeit. Wir scannen mal weiter und du machst hier mal einen Virenscan, bitte. Wir machen hier schon Multitasking, wie ihr seht. Wir bearbeiten schon zwei, wir haben noch eine neue Kundin. Sie möchte, hallo, ich suche nach einem Computronic 500, verkauft ihr die? Das ist auch ein Komplett-PC. Computronic 500 für 433. Ja, wir verkaufen sie, aber wir haben sie gerade noch nicht auf Lager. Und wir können sie gerade auch noch nicht bestellen, weil wir das Geld nicht haben. Aber das ist überhaupt kein Problem, das können wir trotzdem regeln. Dann verleihen wir uns mal kurz Geld irgendwo, ist eigentlich egal wo. Hier, und dann bestellen wir den Computronic 500. So, einmal kaufen. So, ist bestellt, ist unterwegs und weiter geht's. So, hier haben wir noch einen Lüfter zu scannen und dann sind wir da durch mit scannen. So, hier brauchen wir ein neues Mainboard und zwar das Asus C26HV. Asus C, nee, nicht Prozessor, sondern Mainboard. Asus C26HV für 67 Euro wird bestellt und ist unterwegs. So, weiter geht's. Der Rechner scannt hier noch. Auch noch ein bisschen. So, was ist dein Problem? Hallo, könnte ich etwas Hilfe haben? Ich verstehe nicht, was mit meinem Rechner nicht in Ordnung ist. So, dann gucken wir mal rein in deinen Rechner. Primär scannen wir. So, das Netzteil ist schon mal im Eimer. Und da wurden 11 Viren gefunden. So. Ist noch nicht so weit. So, jetzt ist er fertig. So, wir haben eine Kundin oder einen Kunden, wie auch immer. Gucken wir mal. Und den Lieferanten haben wir auch schon da.
Der liefert uns einmal das Parallax Jumper. Ein Rechner, genau. Und was möchtest du kaufen? Du möchtest das Sumsack SX488 kaufen. Das ist auch kein Problem, kannst du haben. Bitteschön. So, werden wir hier auch gleich den Rechner auspacken und verhökern. Wer möchte den noch gleich haben? Du möchtest den haben. Halt, komplett Rechner sind nicht hier, sondern nicht hier unten. So, den da willst du haben, den sollst du bekommen. Bitteschön. Können wir den Kredit gleich wieder zurückzahlen? So, ist er wieder weg. Erledigt. So, wir haben deinen Computronic ist auch bestellt. Richtig, ist schon unterwegs. Genau, ist in 7 Minuten da. Und das Austauschmodell, also das Austausch-Mainboard für diesen Rechner kommt dann auch gleich. So. Das ist Yunmas Rechner. Mal kurz gucken hier. David Jager. Das ist der Rechner von Sima, der ist in Bearbeitung, das ist bestellt. So, den haben wir gerade angenommen. Er weiß nicht, was damit nicht in Ordnung ist, den stellen wir da hoch. So, gut. Das ist jetzt der, der ist in Arbeit, den machen wir gerade und immer gucken hier. Yunma. Yunma. Ach nee, Yunma ist schon fertig, ne? Nee. Bestätigt, bestätigt. Ja. Yunmas Rechner war doch schon fertig. So, jetzt sind wir hier mit Scannen gerade beschäftigt. So. Hier haben wir noch nicht alles. So, ein neuer Kunde. Du hast wieder ein Virenproblem. Ach Gott, die Leute mit ihren Viren, ne? Da kann man mal sehen, was die Leute so machen mit ihren Rechnern. So. So, scannen wir mal das Ganze durch hier. Der hat sehr viele Lüfter in seinem Rechner. So, der Lieferant ist eingetroffen. Den wollen wir mal nicht so lange warten lassen. Er liefert mir den Rechner für die Frau und der liefert mir das Asus Board, was gefordert wurde. So, hier scannen wir mal weiter und danach tauschen wir erstmal das Mainboard aus. So. Da ist jetzt fertig gescannt. Da ist das FreezeOne 600 Watt Effekt. Oh, was haben wir denn hier rumliegen? FreezeOne 450 Watt. Nee. Nee. Und da liegt keins, ne? Nee, da müssen wir was bestellen. Okay, ich brauche ein Netzteil. Das FreezeOne 600 Watt, bitte mal. Danke, bestellen. Läuft. So, der ist gleich fertig mit Virenscan. 9 wurden zerstört. Kannst du runterfahren. Wunderbar. So, hier haben wir jetzt das Board drin, was wir einbauen müssen. Und hier liegt noch die kaputte Saphir. Die verkaufen wir direkt mal. So, was möchtest du kaufen? Die Tashibo 2 Terabyte Platte. Bitteschön. Kannst du haben. So. Hier müssen wir das Board tauschen, hier das FreezeOne 600 abwarten, aber hier können wir jetzt primär das Board tauschen. So, nehmen wir raus das Board und jetzt seht ihr, Primär und Sekundär ist jetzt orange, da muss jetzt nämlich was gemacht werden. So, wir bauen jetzt das Ding ein, hier muss der Lüfterkabel wieder rauf, der andere Lüfter auch, das Hauptanschlusskabel und bei Sekundär muss natürlich der Prozessor wieder rauf. Das ist von David Jager, ist das richtig? Ja, David Jager. So, hier müssen wir jetzt aufmachen, wieder zumachen. So, dann muss noch der Arbeitsspeicher wieder rein, die Grafikkarte muss wieder rein und bei Zubehör muss noch der CPU-Lüfter rein. Der hier ist von David Jager. Dazu müssen wir Wärmeleitpaste machen, müssen die auch noch ausbreiten und den Stecker wieder raufstecken. So, dann wäre der wieder komplett. Hochfahren sollte er.
Das ist das alte Board von ihm, das wird verhökert. So, und dann lassen wir es wieder laufen. So, war der jetzt schon gescannt? Mal gleich feststellen. Ja. So, was möchtest du kaufen? Du möchtest wieder Arbeitsspeicher kaufen. Überhaupt kein Problem. Arbeitsspeicher. Agility X, der 4x2 GB C8 wird bestellt, ist unterwegs. So, da wird man auf das Freeze One Board, nicht Board, sondern Netzteil. Das war das Tauschen. So, ist fertig. David Jager, du kannst deinen Rechner wieder abholen, bitteschön. Und du lieferst mir das Freeze One Netzteil. So, das nehmen wir hier raus und machen direkt das neue Netzteil rein. Und müssen den Stecker noch aufstecken. So, fertig, fertig. Und das alte Freeze One wird verkauft. So, das war jetzt hier dein Rechner. Bitteschön. Und dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Wir könnten mal wieder was shoppen, denn wir haben schon wieder nur 1900 Euro hier plus. Und wir könnten ja mal von den Showcases im Laden was nach vorne legen. Hier, so. Hier haben wir auch noch einen frei. Da legen wir mal die CPU nach vorne. So. Ja, genau. Hier legen wir mal das Board mit da hoch. So. Genau, ein paar Plätze haben wir ja frei. Hier sind 3 und hier sind auch 3. Das heißt, wir hätten 6 Plätze, die wir belegen können. Und da können wir mal ein bisschen shoppen gehen. Komplett Computer, naja. Gehäuse, ja, muss ich auch nicht unbedingt haben. Auf Lager. Netzteile. Welches haben wir denn da liegen? Das Freeze One 450, und hier haben wir ein gutes, ne? Das 1100er, ja. Das starke. Das stärkste sogar, was es aktuell hier gibt. So, Netzteile, naja. Motherboards haben wir auch noch 2 Stück hier, 4 Stück hier rumliegen, brauchen wir auch keine kaufen. Prozessoren. Da könnten wir vielleicht, was haben wir hier von AMP liegen? Das ist der FX10-300. Das ist der hier oben. Der mit dem starke, kraftvolle. Und was haben wir von Intel hier? Den E728 und den E53. Wir könnten den hier bestellen. Und vielleicht noch ein AMP mit 4 Kernen, 3,6er Frequenz. Ja, den nehmen wir mal. Den kaufen wir auch noch. So, dann möchte ich gerne bei den Grafikkarten. Die Asus haben wir liegen bei uns, die ist da. Also eine C4 GX. Super Clock. G40 GX von ZTAC oder von EGVA. Wir kaufen die von EGVA. So. 980, ja, reicht erstmal. So, genau. Festplatten. Wir könnten die 2 Terabyte Platte nochmal nachbestellen, die letztens rausgegangen ist, und wir könnten, was haben wir hier jetzt noch, Seagate, das SA402 haben wir und das DE506, das SX488 ist raus, ne? Das kaufen wir mal nach. Und dann kann man das von Asus kaufen.
Das ist leistungstechnisch besser, qualitativ, naja, aber dann kaufen wir das von Asus. So, stellen wir auch. So, Zeit lassen wir wieder laufen. Was hast du für ein Problem? Weiß er noch nicht. Na gut, er crasht jedes Mal. Dann gucken wir mal, warum das Ding crasht. So, werden wir bestimmt rausfinden. Ah, das Netzteil ist schon mal im Eimer. Okay. Was ist denn das für eins? Ein Freeze One schon wieder. Gut, aber die Folge, die ist schon wieder zu Ende. Man glaubt es nicht, die Zeit verfliegt hier. Und ich würde sagen und sehr hoffen, dass wir uns morgen wiedersehen zur nächsten Folge hier am Mittwoch von Hardware Engineers auf MicroHazard TV. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet Spaß und sage ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss.